Moin und herzlich willkommen wieder zu Shorts und wir fangen an, niemals bei Schmerzen googeln. Ah, warum tut mein kleiner Zeh weh? Ich glaube, ich sollte zum Arzt. Hallo? Ja, wie kann ich weiterhelfen? Ja, ich habe einen Termin bei Dr. Google. Google? Google? Ja, Google. Wenn man seine Schmerzen googelt oder irgendwas, man hat direkt Krebs. Wir kennen das alle, Leute. Einmal den Gang entlang. Top, danke. Scheiße. Alter, was ist los? Der Typ geht gerade zu Dr. Google. Wir haben noch gar keinen Dr. Google. Ich weiß, aber ich glaube, er meint Dr. Google. Dr. Google ist brutal. Viel zu brutal. Ja. Doktor, mein Zeh tut weh. Was kann das bedeuten? Ist so, ne? Und dann googelst du es und dann auf einmal so, ja, dein Fuß muss amputiert werden, abgehackt. Keine Rettung mehr. Und also, Leute, macht sowas nicht, ne? Wir gehen weiter. An der Stelle auf jeden Fall. Hey, wieso? Wie du den Lehrer in den Wahnsinn treibst. So redest du während meines Unterrichts? Gegenfrage, wieso unterrichten sie denn, während ich hier rede? Du passt jetzt bitte auf, hier vorne spielt die Musik. Wie sie sehen, habe ich keinen Bock auf schlechte Musik. Was ist dein Problem? Hier ist langweilig. Dann nimm doch am Unterricht teil. Nee, dann ist mir lieber langweilig. Die Steigerung von langweilig ist langweilig, langweilig ja ihr Unterricht. Pack sofort das Essen wieder weg. Essen in meinem Unterricht ist nicht erlaubt. Alter, wie dreist wäre das, ne? Wenn man im Unterricht einfach mit dem Lehrer noch diskutiert und dann dabei noch isst. Leute, das geht zu weit, ne? Ist doch okay, ich nehme sowieso nicht an ihrem Unterricht teil. Du hörst jetzt auf! Hey, wieso sehe ich dich immer noch essen? Ich nehme an, weil sie Augen haben. Raus! Cool, dann kann ich wenigstens in Ruhe essen. Wie dumm das ist. Geil, ey. Mal ein Bild von der Klassenfahrt. Was ist denn der? Lass mal schauen. Mom, guckst du einfach so an. Ich halte das schon für dich. Oh nein, ne? Wenn Mama das Handy in die Hand nimmt, Digga, dann bist du auf ganz dünnem Eis. Doch her, ich will es mir etwas genauer angucken. Okay. Oh, wie schön. Mom, da gibt es nichts mehr Interessantes. Oh, hier siehst du ja richtig lustig aus. Mom, wirklich, das war schon. Oh, und wo war das? Kannst du mir das Bild bitte zuschicken? Von der Klassenfahrt? Nein. Guck mal. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich hatte tatsächlich auch mal Schiss, Leute. Hashtag Mama in die Kommentare oder Papa von mir aus auch. Könnt ihr auch machen. Wenn einer von den beiden euer Handy schon hatte und ihr so, nein, Maden, Bruder, bitte, schalt nicht die Bilder um jetzt. Ich hatte echt immer Angst, wenn meine Mom das gemacht hat. Abend, hey. Hallo, moin. Wir kommen jetzt gerade von einem Geburtstag, deswegen sind wir jetzt nicht so gut angezogen. Alter Jungs, ich schließe euch doch nicht wegen eurer Kleidung aus. Das ist euer Style. Und allein deshalb ist er schön. Ja. Wir haben jetzt auch irgendwie keine Mädels dabei oder so, also es sind jetzt nur wir zwei. Alter, der netteste Clubtürsteher der Welt? Das ist cool, das ist kein Problem. Natürlich nicht. Glaubt ihr, ich schließe euch wegen eurem Geschlecht aus? Das wäre richtig abgefallen. Also vor allem seid ihr nicht Stammgäste, macht immer richtig viel Umsatz für uns? Ja, schon eigentlich, aber das juckt ja niemand. Das ist klar, ihr seid wichtige Kunden von uns. Ihr seid extra für uns hierher gefahren. Also es wäre wirtschaftlich und menschlich richtig merkwürdig, euch nicht reinzulassen. Wir sind nicht unerwünscht. Sind verrückt? Nein, ich muss mich bedanken, dass ihr da Gott, seid. Das fühlt sich so gut an. Ganze Jahre, wir hatten solche Angst. Jungs, ihr seid spitze. Du bist spitze. Kommt jetzt rein, habt Spaß. Willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Also das niemals. Ich hatte mal so eine Story, Leute, in Köln. Da bin ich mit meinen Kollegen. Wir standen auch so hinter zwei Mädels und wir wussten schon, dass der Türsteher wirklich, das wird Krise. Und dann haben wir extra mit denen so ein bisschen geschnackt und so, dass sie mit denen einfach reinkommen können, damit das, ne, gerade damit die Türsteher dann denken so, oh ja, die bringen auch Mädels mit und so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall sind wir nicht reingekommen, weil wir hatten beide eine Bauchtasche dabei. Und ich habe zu ihnen gesagt, ich so, ey, du, wir machen wirklich keinen Ärger und so weiter. Wir wollen uns nicht reinlassen. Und mein Kollege war richtig traurig. Und ich habe gesagt, komm, warte mal, ich rede mal mit dem. Ja, ich habe den nochmal gequatscht. Und ich so, Bruder, bitte, lass uns rein. Ich gebe die Bauchtasche einfach weg in die Garderobe. Komm hier wieder hoch und zeig dir das. Aber die wird hier nicht dabei sein, während wir dann in dem Club sind und so weiter. Und er sagt so, ja, okay, wenn du das machst, kein Ding. Ich finde das nett, dass du so korrekt bist, Bruder. Und bin ich einfach doch noch reingekommen. Ne? Und das war so, Alter, ich habe echt gedacht, wir sind wieder draußen, weil die machen das ganz oft so. Denen passt irgendwas nicht. Du hast, ja, okay, wenn du eine Jogginghose an hast, so eh immer schwierig. Aber dann sagen die einfach so, nee, Brudi, läuft nicht. Und wir hatten das auch, ne? Aber das hier, das ist eine Wunschvorstellung. Das passiert niemals. Es tut mir wirklich leid, dich enttäuschen zu müssen, aber du hast deinen Ofenkäse bisher immer falsch zubereitet.
Jetzt bin ich mal gespannt. 100 pro, Alter. Zuerst brauchen wir den Saft einer ganzen Olive. Dann nehmen wir uns als nächstes 400 Gramm Hackepeter. Speicher es jetzt und dank mir später. Das ganze Schaf bzw. Schwein anbraten, bis es schön bröselig ist. Verdammt. Jetzt schön wie du am Wochenende übelst einen reinzwiebeln. Ablöschen mit gegorenem Saft, denn nur dieser gibt mir Kraft. Jetzt. Aber was war das, Apfelsaft? Machen wir hier in der Mitte schon mal ein bisschen Platz. Für den Star der Show den Käse von der Haut befreien. Und dann schön einschlitzen. Zack. Als nächstes nehmen wir uns ein bisschen feingeschnittenen Knoblauch. Drizzeln den so rüber. Nice gemacht. Ich feier den Bro ordentlich. Was soll die Scheiße? Dann fügen wir noch fein gewürfelte Pickle Ricks dazu. Eine Rib-Soße deiner Wahl. Oh, spliesen sie. Deckel drauf. Das sieht ganz nach Diabetes aus. Richtig ungesund. Lassen wir die Magie einfach passieren. Let the magic happen. In der Zwischenzeit schön den Brioche buddern und anrösten. Ungefähr so. Und nach 10 Minuten sieht das Ganze dann so aus. Bruder. Der Moment der Wahrheit. Gib mir Fleisch. Schmeckt einfach so übertrieben. Oh. Jetzt abspeichern, nie nachmachen und folgt mir jetzt für noch mehr geilen. Also der Typ, der macht so, also der sagt das auch immer so geil, wenn er da am Kochen ist, ne? Futterneid, richtig geiler Kanal. Das habe ich mich schon sehr, sehr oft gefragt. Kann ich die Polizei wegen der Polizei rufen? Ich war ja vorher Polizist, Leute. Wisst ihr vielleicht vor YouTube? Und ich bin gespannt, was er jetzt sagt. Angenommen, ich nehme irgendwas viel zu laut auf. Irgendein Nachbar ruft daraufhin die Polizei. Ich öffne ihn die Tür, der Beamte dann so: Darf ich reinkommen? Ich so: Und plötzlich steht er einfach in meiner Wohnung. Ja, das ist dann schon schwierig, wenn er einfach in der Wohnung steht. Das darf er eigentlich nicht. Und das darf er oder sie nicht, außer es ist halt Gefahr im Vollzug. Ich meine, was soll ich dann sagen? Gefahr im Verzug. Halt, stopp, guck mich an, ich will das nicht, oder was? Was würde passieren, wenn ich genau in dem Moment einfach die Polizei rufe? Genau das habe ich die Polizei selbst gefragt und keine Antwort bekommen. Also ich würde sagen, bei sowas kann man nicht die Polizei rufen. Da hat dann der Polizist gegen seine, also gegen sein Recht, was er gegenüber dem der Person da hat, hat er also übertreten. Er hat sozusagen dann ja was getan, was nicht in Ordnung war. Und da muss man Disziplinarverfahren für eröffnen. Also das nennt sich Dienstaussichtsbeschwerde. Die muss man dann stellen. Und dann wird das Verhalten sozusagen geprüft. Bei sowas kann ich immer nur empfehlen, das genau zu dokumentieren. Wenn Polizisten irgendwas gemacht haben, wo man selber weiß, die sind im Unrecht, dass man sich das ganz genau aufschreibt, dokumentiert und so weiter. Und ja, das wird dann halt nur von der Gerichtsverhandlung geklärt. Wow. Daraufhin habe ich dann einfach einen Anwalt gefragt, den ihr vielleicht auch kennt. Und er meint, dass basically nichts passieren würde. Die Polizei am Telefon würde wahrscheinlich sagen, dass die Polizei halt schon da ist. Und in einem äußerst unwahrscheinlichen Fall könnte vielleicht ein Vorgesetzter hinzugezogen werden. Ja, und das ist diese Dienstaussichtsbeschwerde. Und das vielleicht, wenn ich wirklich unglaublichen Alarm am Telefon mache, ich weiß es nicht. Unterm Strich bin ich sehr enttäuscht. Ich dachte, man könnte vielleicht endlos viel Polizei spawnen lassen. Das wäre ja der Joker, Alter. Das Spiel könntest du ja vor allen Dingen ewig so weitertreiben. Und vielen Dank an Herrn Anwalt, dass du so spät meine komischen Dulli-Fragen beantwortest. Ja, aber ist ja so, ne? Man würde am Ende des Tages noch mehr Polizisten an einen einzigen Ort binden, obwohl vielleicht irgendwo anders gerade eine Schlägerei ist. Das wäre natürlich nicht so smart, Leute, muss man aber auch so sehen. Polizisten sind auch nur Menschen, machen auch Fehler und gerade wenn man Polizist ist, glaube ich, vergessen manchmal auch die Polizisten selber, dass sie eigentlich so eine große Verantwortung haben, obwohl das natürlich immer schwierig ist. Man sollte das nicht vergessen, versteht ihr? Aber das kann natürlich mal passieren und dann setzt er auf einmal einen Fuß in die Wohnung und das ist nicht in Ordnung. Ist mir persönlich nicht passiert, aber ich hatte natürlich auch den einen oder anderen Fall, wo ich nicht ganz richtig gehandelt habe, aber ich habe das immer im Sinne des, sage ich mal, der Person geklärt, die davon benachteiligt worden ist und auch selber gesagt, das war meine Schuld. Und am Ende des Tages, Leute, muss man sagen, wenn Polizisten was falsch machen, kann es dazu führen, dass dann das, weshalb sie eigentlich da sind, gar kein Gewicht mehr hat. Ne? Also wie zum Beispiel, wenn man die Belehrung vergessen hat als Polizist, man muss immer Leute belehren dann und das halt nicht gemacht hat, dann kann das sein, dass auf einmal alles, was dann passiert ist nach dieser nicht erfolgten Belehrung, dass das dann alles weg ist. So, das darf man nicht mehr verwenden im Gerichtsverfahren. Das ist eigentlich immer nur zugunsten des Bürgers dann. Also wenn der mir gleich eine 4 geben sollte, dann lernt er mich richtig kennen. Wenn der Lehrer die Noten bespricht, ne? Entspann dich, wir waren das Quartal echt gut. Ich werde es auch nicht akzeptieren, ich bleib dann da einfach sitzen. Das will ich sehen. Finn, du sollst als nächstes raus. Der Finn. Oh, wie würden Sie sich selber einschätzen? Eine 3, vielleicht noch eine 4. Gerade dicke Lippe gehabt, ne? Und jetzt in der Notenverhandlung. Ja, damit liegen Sie richtig. Bei mir steht eine 4. Passt, danke. Also wenn der mir gleich eine 4... Ja, Leute, haben wir doch alle in der Schule, ne? Und dann waren wir noch in Disneyland. Wer? Meine Familie und ich. Nein. Sitzkreis nach den Ferien.
Ist das echt so? Ich glaube ja, ne? Die erste Stunde, wenn sie losgeht, hat man so einen Sitzkreis, ne? Was alle gemacht haben vielleicht? Wer hat gefragt? Der hast du es gegeben. Halt's Maul, Mehmet. Okay, Boss. Cihan, hör auf, deine Mitschüler zum Weinen zu bringen. Ich heiße Cihan. Cihan, Wasserhahn, wie auch immer. Was hast du denn so in den Ferien erlebt? Ja, Boss, erzähl mal. Ich habe eigentlich 6 Wochen gar nichts gemacht, aber... Ja, Boss, erzähl mal. Das wäre uncool, das kann ich nicht erzählen. Cihan, geht's dir gut? Hallo, Erdan, Cihan? Halt's Maul, Max, und gib mir dein Pausenbrot. Okay, er ist wieder ganz der Alte. Cihan, hör auf, deinen Mitschülern das Pausenbrot zu klauen. Tut mir leid, schlechte Angewohnheit. Max, wir sehen uns später. Mach das Schweinefleisch von deinem Pausenbrot. Jetzt erzähl endlich von deinen Ferien. Ja, die waren in Ordnung. Hat er in Ordnung gesagt? Ich dachte, er ist cool. Oh mein Gott, wie langweilig. Ja, also die erste Woche war in Ordnung und danach habe ich eine Bank ausgeraubt. Oha. Wirklich? Echt? Nicht nur eine, sondern mehrere. Ich wusste, er ist cool. Willst du mit mir zusammen sein? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht. Warst du das also in der Sparkasse in Elmshorn? Keine Ahnung, was Elmshorn ist, aber egal, ich darf jetzt... Das ist in der Nähe von mir. Nicht weit, 30 Kilometer. Digga, kommt der auch aus der Ecke? Cool. Jetzt nicht auffliegen. Ja, Elmshorn oder Elmswurm, wie auch immer, das war ich. Hallo? Ist da die Polizei? Mein Schüler hat eine Bank ausgeraubt. Sperrt ihn ein. Egal, das war's wert. Und? Der ist jetzt krass, ne? Aber weiß nicht, Leute. Also, ich sag mal so, in der Schule ein bisschen Ärger zu machen und so, ist vielleicht noch krass, wenn man jung ist. Dann ist man aber ein Loser, wenn man älter wird und man ist die längere Zeit seines Lebens erwachsen, Leute. Und wenn du dann... alles deine ganze Zukunft verbaut hast, weil du nur Mist gebaut hast oder vielleicht sogar auch im Knast sitzt, es gibt ja auch einige, Digga, dann verdienst du gar kein Geld, dann kannst du dir nichts Geiles erlauben und dann wirst du auch nie in deinem Leben einen chilligen Lambo fahren. Ist einfach so, ist so. Wieso ich nie bei einem Job eingestellt werde. RTSP, haben Sie ansonsten noch irgendwelche Fragen? Ja, also Ihre Mutter und Ihre Freundin tauschen Körper. Ja, und um beide zu retten, müssen Sie mit einer von beiden was haben. Also entweder mit Ihrer Mutter in dem Körper von Ihrer Freundin oder mit Ihrer Freundin in dem Körper von Ihrer Mutter. Was würden Sie machen? Ich meinte zum Job. Oh. Alter, was ist das denn für eine Frage? Yo. Hey, ich hab den Job, oder? Der Nächste. Okay, RTSP. Leute, was würdet ihr machen? Also, Digga, was ist denn das? Dinge, die zwar legal sind, aber nur Psychopathen machen. Eine Bohrmaschine in der Hand halten, ohne drauf zu drücken. Fernsehen, ohne die Beine hochzulegen. Sich nach dem Chipsessen nicht die Finger abzulecken. An seiner Frau vorbeizugehen, ohne ihren Klaps auf den Po zu geben. Beim Wecker nicht einmal auf Schlummern zu drücken. So trinken, dass die ganze Flasche im... Boah, das ist ehrenlos, ne? Wenn du diesen einen Kollegen hast und er so, Bro, kann ich einen Schluck von deiner Flasche? Und du so, ja, safe, Digga. Und er nimmt die so in den Mund... Was geht denn bei dem? Alles vollgesabbert, Alter. Mund ist, auf Klo sitzen, ohne am Handy zu sein. Wenn man Hunger hat, nicht 20 Mal in den Kühlschrank zu schauen, ob was Neues gespawnt ist. Die Lautstärke auf einer ungeraden Zahl zu lassen. Das mache ich schon ab und zu, Leute. Ich meine, wenn die Lautstärke genug ist, ist sie genug. Sich selber in der Überwachungskamera anzuschauen. Bei Männern nach dem Training am Spiegel vorbeigehen, ohne den Bizeps anzuspannen. Bei Frauen ohne seinen eigenen Po anzuschauen. Morgens keinen Kaffee zu trinken. Vor dem Schlafen gehen, die Tür aufzumachen, statt sie abzuschließen, mit den Armen nach oben rumzulaufen, statt sie unten zu lassen, Gläser im Liegen im Schrank zu lagern, wenn man kaputt ist, sich einfach dahin zu setzen, wo man gerade ist, beim Gehen auf die Striche zu treten. Dinge, die... Yo, das machen nur Psychopathen, bin ehrlich. Wenn man seinen Eltern Gaming erklärt... Das wird ein richtig lustiges Short. Also du willst mir sagen, dass ihr den ganzen Tag redet, aber euch nicht sehen könnt? Ja, genau. Wir spielen dasselbe Spiel. Da kleiner Tipp für euch, Leute. Holt euch direkt eine Facecam. 20 Euro, Logitech, Digga. Geile Facecam. Kannst mit deinen Kollegen zocken und ihr seht euch sogar noch. Es macht doppelt so viel Bock. Muss man sich nicht sehen. Also telefoniert ihr eigentlich? Hä? Nein, das ist ganz anders. Naja, ihr sprecht ohne euch zu sehen und erzählt euch Sachen. Nein, das ist ganz anders. Ja, eigentlich hat's. Warte mal, recht. Oder doch nicht? Jedenfalls looten und leveln wir zusammen. Losen und was? Looten, Mama, das heißt, wir sammeln Sachen. Naja, dann loost du mal weiter. Ich geh dann. Loot! Ach, scheiß drauf. Oh, ich hab vergessen, das Essen ist fertig. Mach Pause und komm bitte. Was? Das ist online, da geht keine Pause. Du kommst jetzt oder das war's mit dem Internet fürs Wochenende? Ja, ich komme. Ich hasse das, ne? Das verstehen die Eltern auch nicht. Aber die nächste Generation, Leute, die wird es verstehen, weil wir sind nämlich die Kinder, mit denen das passiert ist. Und wir sagen nicht zu unseren Kids, ey, komm mal während der Fortnite-Runde raus. Das wird es nicht geben. Also seid froh. Dieser Junge hat größere Eier als du, weil...
Was ist denn das für ein Statement, yo? Der sich gleich diese riesige und angsteinflößende Klippe runterwerfen wird. Er hat dabei nicht bei jemand anderen dabei, sondern springt diese Klippe komplett alleine runter. Die Klippe ist über 120 Metern hoch und mit gerade mal 8 Jahren ist das schon unglaublich. Was? Nachdem der Tourguide ihn bereit gemacht hat, fängt er an runterzuzählen und springt. 5, 4, 3, 2, 1. Run. Der ist krank, der Junge. Dann dieser eine Typ. Timmy, was hast du in den Ferien gemacht? Ach, nichts Besonderes. Hat mich 120 Meter die Klippe runtergestürzt. Oh, what? So würdest du es auch? Da, also der Schrei kam ja wohl 5 Jahre zu spät, ne? Ich würde es nicht machen. Hi, das klingt jetzt mega cool. Ich bin du aus 2010. Mhm. Alter, was für ein krasser Flachbildfernseher. Ich hoffe, dich heute kommt ein geiler Film. Ich habe halt so Streamingdienste, nennen wir das. Ich kann jeden Film schauen, wann ich will. Ja, wenn es die Leute aus dem Kino aufnehmen. Nee, original. Aber nicht. Was schaust du dann heute? Irgendwie Star Wars oder Hangover? Gerade so ein TikTok-Video von so einem Typ, wie er Fischstäbchen. Was? Und jetzt so ein Video, wie so eine hübsche Frau irgend so ein Gesicht macht und irgend so ein langer Text steht dabei. Okay. Oder dieser Typ, der so Sketche macht, aber nur mit sich selber, weil er zu geizig ist, Schauspieler zu bezahlen. Er redet von sich, den finde ich cool. Wie geht's? Warum schaust du das? Keine Ahnung. Das hat irgendwas mit einem Algorithmus, meinem Dopamin und Geopolitik zu tun. Warum schaust du keinen Film? Filme gehen halt immer 2 Stunden. Ich finde das immer irgendwie volles Commitment. Ich schaue dann halt lieber so einminütige Videos für 3 Stunden. Ja, okay, das ist dumm. Okay, ich reise, glaube ich, wieder zurück in meine Zeit. Aber dann wieder hierher. Ja, ich weiß, wegen dem Loop. Ja, genau. Aber bei der Zeitreise vergesse ich halt, dass ich schon mal hier war. Ja, ich weiß, das ist ja nicht unser erstes Mal. Also, bis gleich. Nicht schlecht. Er hat eigentlich den perfekten Loop gemacht. Am PC, also ich gucke gerade am PC, sieht man das nicht, aber am Handy, glaube ich, hat er es gut hingekriegt. Stimmt ja halt, ne, was er sagt. So 2010 war das alles noch ein bisschen anders. Hallo, guten Tag. Moin. Sag mir doch bitte, bitte, wie du heißt. Ich heiße Max. Das kann kalt sein, bitte aufpassen. Das ist wirklich kalt. Ist mir doch ganz egal. War's das? Gib mir ein A. Stopp. Ach so, okay. Fertig. Und was jetzt? Soll ich mich drehen? Ey, das Lied hört sich geil an. Okay. Und meine Hose ausziehen? Nein, das mache ich nicht. Bitte. Okay. Ich kann der Versuchung nicht mehr widerstehen. Was zum Teufel haben Sie vor? 39 Grad. Danke natürlich, dass Sie mich untersucht haben. Aber ich bin eigentlich der Postbote. Ja, aber warum sagen Sie denn nicht direkt was? Ich hab hier ein Päckchen für Sie. Jo, stell mir vor, von Dr. Woods. Der Postbote kommt rein und wird erstmal untersucht, Alter. Das ist aber schon ganz kritisch, würde ich sagen. Hey, schneiden Sie sich bitte noch an. Tragen Sie den Sitzgurt einfach so, wie die Oma neben Ihnen ihren BH trägt. Ich als Flugbegleiter. Ich flieg öfter, Leute. Ich bin gespannt. Ist alles okay bei Ihnen? Ich habe Flugangst. Brauchen Sie nicht haben. Fliegen ist nicht gefährlich. Abstürzen hingegen schon. Ich brauche eine Zigarette zum Runterkommen. Das ist leider ein Nichtraucherflug. Nee. Aber für Sie öffne ich später in 10.000 Meter Höhe die Terrassen links und rechts und zeige Ihnen den Film Vom Winde verweht. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir abstürzen? Naja, sagen wir es mal so. Es gibt mehr Flugzeuge im Meer als U-Boote in der Luft. Also die Wahrscheinlichkeit ist da. Oh, nicht weinen. Oh. Wie heißt sie denn? Mia. Mia, wie schön. Halt die Fresse, Mia. Du gehst hier jeden auf den Sack. Oh, ich hatte letztens auch, Digga, 3 Babys bei mir in der Nähe im Flieger, Leute. Die haben die ganze Zeit, waren die da am Plären. Aber ich habe zum Glück, Digga, Apple... AirPods Max sind gerade nicht hier und mit denen kann man einen Knopf drücken und dann schaltet es alles aus. Da hört man nicht mal mehr das Flugzeug, das ist geisteskrank. Geht es Ihnen gut? Mir ist übel vom Fliegen. Kann ich verstehen, unser heutiger Pilot ist neu, nehmen Sie es ihm bitte nicht übel. Was soll das heißen? Ja, der ist eigentlich gar kein Pilot, der hat seinen Jochen Schweizer Gutschein eingelöst und fliegt heute zum ersten Mal. Jo, stell mal vor, geil. Dumme Dinge, die jeder als Kind gemacht hat. 4. Platz. Als ich früher immer hinten im Auto drin saß und rausgeschaut habe, habe ich mir immer vorgestellt, wie entweder ich oder halt ein Männchen da mit einer Mordsgeschwindigkeit rumläuft und diesen weißen Stäben da ausweicht. 3. Platz. Ich glaube, wir waren alle als Kinder gleich. Ich habe super wenig Taschengeld bekommen. Also ungefähr 2 Euro im Monat. Aber Alter, wir hatten gar kein Taschengeld. Ich habe, glaube ich, das erste Mal Taschengeld gekriegt, da war ich 12, Digga. Soll man damit Geld umgehen lernen? Aber uns war halt immer knappe Kasse, Freunde. Für mich war das früher ein Vermögen. Moneten! Umso mehr Münzen, umso besser. Egal welche Währung, egal welcher Wert. Ich war...
Ja, aber ich sage euch ehrlich, Leute, heute verdiene ich so viel. Ich habe alles aufgeholt in meinem Leben, alles Finanzielle aufgeholt. Jetzt ist die Familie als nächstes dran. Ich sag mal so, wenn man nicht so viel Geld hat, ist es gar nicht mal so schlecht, weil wenn man, glaube ich, zu viel Geld hat, dann weiß man das nicht so richtig wertzuschätzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich war auch in der Ausbildung noch ziemlich broke. Ich musste halt alles selber bezahlen, auch meinen Führerschein und so, ne? War einfach nur stinkreich. Zweiter Platz. Okay, ich weiß, dass es doch immer viele machen. Aber als Kind müssen das alle gemacht haben. Und zwar so ans Fenster hauchen und dann irgendwie was reinzeichnen. Aber ja, ich glaube, das ist echt nicht so gut für die Scheiben. Noch. Das schmiert doch übel. Erster Platz. Früher habe ich immer gelben Schnee gegessen. Also, habt ihr es nicht gemacht? Wow. Okay, Digga, das war's wieder heute mit Shorts, ne? Gelber Schnee, Leute, wenn ihr gelben Schnee seht, Finger weg, Alter. Das ist kein Apfelsaft oder so, das ist was ganz anderes. Und das war's wieder mit einem weiteren Video. Lasst ein Like da, Kuss, Kuss, Kuss. Deno, out.